Tasmanian Tiger Redback MK3 ist ja mein Lieblingsrucksack. Aber, oh, ist unglaublich, es gibt etwas, das das toppen kann. Und wenn du wissen willst, was dieses neue Teil kann und ob das auch etwas für dich ist, ernsthaft jetzt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist am Survival Shop Überlebenskunst. Ich habe eine Neuheit für dich. Ich melde mich hier von der IWA 2022 aus Nürnberg und habe meinen Rucksack gefunden, nämlich den Nachfolger von meinem Redback MK3 und zwar dieses nette Teil. Ich bin einfach so aufgeregt, dass ich nicht einmal weiß, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Aber dieses wunderbare Teil von Tasmanian Tiger, ja, schau dir das einmal an. Ich meine, wir werden noch ein Full Review machen bei uns auf Valdolab.at. Aber eins sage ich da gleich, das Ding ist absolut irre. Das ist der Ersatz für das Redback. Also da ist, wenn du dir das so anschaust, so aufs Grobe, irgendwie die DNA des Redback dabei. Aber er ist es nicht, er ist viel besser, meiner Meinung nach. Warum? Du hast die Seitentaschen, die beim Redback dabei waren, die sind da jetzt einfach nicht dabei. Das bedeutet, du entscheidest, ob du eine Seitentasche mitnimmst oder eben nicht. Du hast im Frontbereich, ich will die gar nicht abzählen, wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mollestreifen. Das bedeutet, auch hier kannst du viel längere Taschen anbringen. Du kannst mehrere Taschen, du kannst zwei kleine Taschen. Das müssen wir alles ausprobieren natürlich. Wie gesagt, Abo hier lassen, weil wir werden ein Full Review und einen Test machen bei uns im Bushcraft Camp. Aber ich sag dir jetzt schon, ich glaube, der wird positiv sein und das Beste ist ja das hier. Redback MK3, wenn du das noch nicht kennst, oben beim i-klicken, dann habe ich ja schon mehrfach ein Review gemacht. Ich habe ihm sogar ein Ständchen gesungen, weil ich den 3 Jahre lang im Einsatz hatte. Aber das Teil ist einfach ein Wahnsinn. Nämlich dieses System hier. Du kannst hier seitlich aufklacken und schau mal hier und aufmachen. Das bedeutet ein ganz anderes System, nicht mehr dieses mit dem Seilzug irgendwie was hin und her. Und das bietet dir auch einen weiteren Vorteil. Du kannst hier deutlich mehr Material einpacken, klappst hier zu und machst dann diesen hier. Wir kennen das von anderen Rucksackherstellern vom Prinzip her, aber so ähnlich wie ein Tri-Bag sozusagen, also nicht Try, sondern ein Trocken, ein Tri-Bag. Der Punkt ist, ich habe mit dem Entwickler gesprochen und er hat mir folgendes, ich hätte das nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Es ist, schau mal her, das ist trapezförmig. Das bedeutet, der Zugriff in den Rucksack, ich werde das alles testen, ob das wirklich wahr ist, aber der Zugriff in den Rucksack ist erleichtert dadurch. Und du hast einfach deutlich mehr Platz. Jetzt wirst du sagen, ja, ist schön, aber ich habe das Deckelfach. Und das ist auch anders als beim Redback. Das kannst du nämlich hier Höhen verstellen. Wir werden das alles ausprobieren. Ich bin so begeistert, weil das sitzt dann oben drauf. Das heißt, du kannst den Rucksack modular anpassen, ja, an deine Bedürfnisse. Weißt du, bei uns im Shop kommen immer wieder Anfragen, Reini, ich bräuchte einen Rucksack, der ja einerseits so ein, zwei Tage im Einsatz ist, aber ich möchte ihn auch Long Range benutzen, so eine Woche, zwei Wochen. Und ich glaube, dass das hier dieser Missing Link ist, für mich zumindest, weil ich über diese Systeme hier mich so anpassen kann, wie ich es brauche. Nummer 1, entweder ich nehme ihn nur einzeln, ja gut, dann bin ich halt zwei, drei Tage unterwegs. Oder wenn ich sage, ich brauche wirklich einiges an Material, ich brauche viele Taschen, viele Möglichkeiten, dann passe ich mir das an und kann auch noch nach oben gehen. Also großartig. Ich bin jetzt fast fertig. Wie gesagt, es wird ein Full Review geben mit besserem Ton, besserem Licht, wo ich auch die ganzen Features mal ausprobieren kann. Ich sehe den Rucksack jetzt in Aktion, so richtig erst jetzt deswegen. Aber was mir auffällt ist, Deckelfach abnehmbar, das bedeutet, du kannst ihn auch sozusagen als Seesack benutzen. Dann, auch das ist neu, es gibt ein neues Flaschenhaltersystem, das man, das werden wir auch vorstellen müssen. Passen PET-Flaschen, aber auch andere, will jetzt keine anderen Marken nennen, billige Eigenwerbung, findest natürlich alles bei mir im Shop, ist eh ganz klar. Aber wenn du keine Flasche brauchst, wenn du sagst, leer getrunken, kannst du hergehen und dieses System zusammen machen. Und dann ist er ganz flach und trägt nicht auf. Und das ist zum Beispiel neu, wenn du dir das Bottle Pouch anschaust von Tasmanian Tiger, dass er dann doch immer wieder ein bisschen aufträgt. Finde ich gut gemacht. Und vielleicht passt auch andere Ausrüstung drauf. Aber ich werde bald fertig, weil die Messe sperrt zu und dann werfen mich die da raus und das will ich nicht.
du hast hier, und das war ja auch der Punkt, dieses wieder modulare System, wie ich es nenne, nicht Tasmanian Tiger sagt, du brauchst hier eine Seitentasche, sondern du entscheidest, ob du eine Seitentasche montieren musst oder willst oder eben nicht. Hier unten, das ist ein Feature, das mir auch taugt, gehen wir bis zum Maximum sozusagen. Und hier wird zum Beispiel genau diese Flaschenhalterung draufpassen. Gefällt mir irrsinnig gut. Also das war's jetzt. Ich höre jetzt auf, weil sonst wäre man immer fertig. Ich mag dir um was bitten. Was hältst du davon? Jetzt mal so beim ersten Drüberschauen. Glaubst du, dass dieses Teil das Potenzial hat, den Redback MK3 einfach zu toppen? Ich sag ja. Was sagst du? Schreib gerne einen Kommentar, gib dem Video Daumen nach oben oder nach unten und noch was. Das ist hier alles billigste Eigenwerbung. Das bedeutet, geh nach unten in meinen Shop. Das Produkt ist angelegt, es ist noch nicht verfügbar. Es wird im Frühsommer, Sommer 2022 verfügbar sein. Und wenn du dich einträgst bei uns in der Liste, bist du einer der Ersten, der erfährt, dass das Ding zu kaufen gibt. Und ich sag dir eins, das lohnt sich. Also, hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein Reini Rossmann. Abo in meinen Shop, ein paar andere Videos und ciao, ciao.